Hallo YouTube und willkommen zu einem weiteren Technik-Faultier-Video mit dem Amazon Kindle Voyage. Diesmal richten wir das Gerät ein, verbinden uns mit unserem Amazon-Konto, laden die ersten Bücher runter und gucken natürlich intensiv auf das 300 ppi-Display. Ist es wirklich so scharf? Macht es einen Unterschied zum Amazon Kindle Paperwhite? Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Nummer 1, der An- und Ausschalter befindet sich ja endlich auf der Seite. Das finde ich sehr gut, dass man das Gerät einfach hochheben kann und dann nicht erstmal unten rumfrickeln muss, sondern eigentlich relativ einfach drankommt. Wobei, ich nehme das Gerät so in die Hand, also dann da, ihr seht es, das ist nicht so ganz tuffig platziert, der An- und Ausschalter. Ich muss trotzdem wieder umgreifen. Naja, aber trotzdem etwas leichter zu erreichen und leichter zu drücken vor allem, als beim Paperwhite, das Teil da unten. So, das Display reagiert, die Helligkeitssteuerung auf jeden Fall ist schon was angesprungen. Also die Helligkeit im Display ist auf jeden Fall aktiviert. Mal gucken. Ja, das leuchtet ganz klar. So, das Display baut sich immer mal wieder auf, immer mal wieder auf. Vielleicht bietet sich ja sogar ein Bootvergleich zwischen dem Paperwhite und dem Voyage an. Bringt mich nicht auf Ideen. Jetzt sage ich auch schon Voyage. Das Ding heißt Voyage. Ich habe von so vielen Leuten gehört, die dazu Voyage sagen. Und naja, jetzt sagen es bestimmt allein durch dieses Video auch wieder welche. Ah, das Display ist aber stark hell gerade. Huiuiuiui. Also, welche Sprache? Deutsch. Weiter. Dann, jetzt gehen wir erstmal in den Bootprozess. Na super, also jetzt muss der gerade etwa noch Sprachdateien nachladen oder sowas. Das Display kommt mir gerade wirklich extrem hell vor. Ich gehe mal stark davon aus, dass die automatische Helligkeitssteuerung, der Sensor befindet sich hier oben links, noch gerade dran arbeitet, beziehungsweise noch überhaupt gar nicht eingeschaltet ist, dass das Gerät gerade erstmal auf voller Helligkeit strahlt. Warum auch immer, aber das wäre mir persönlich definitiv viel zu hell. Wir sehen dann hier im Vergleich den Paperwhite, der gerade nichts zu tun hat. Wobei wir können ja mal in der Zeit den Paperwhite auch auf voll stellen. Also da seht ihr, das ist nochmal ein Unterschied. Das Ding ist definitiv nochmal heller und im ersten Eindruck nochmal eine ganze Ecke weißer. Der Paperwhite, also ne, der hat es ja eigentlich schon im Namen, das Weiße. Aber das hier ist nochmal was anderes. Hochauflösendes Display mit 300 ppi, selbstregulierende, integrierte Beleuchtung. Ganz neues Umblättererlebnis, mehrere Wochen Akkulaufzeit. Gut, das letzte haben da alle. Erste Schritte. So, mit dem WLAN verbinden. Natürlich, das Gerät kommt auch schon geladen. Ich würde mal sagen, 2/3 vom Akku sind drin. Und hier können wir jetzt nichts machen. Also ihr müsst, wenn ihr es einrichtet, müsst ihr im WLAN sein oder ein Handy haben, mit dem ihr gerade mal einen Hotspot aufmachen könnt. Aber ihr braucht gerade WLAN. So, ich verbinde mich mit meinem. Oho, wenn man auf WLAN geklickt hat, kommt hier unten noch der Hinweis, Kindle später fertig einrichten. Ihr könnt das Gerät also anscheinend auch ohne WLAN-Verbindung einrichten. Einmal verbunden, kommt dann die Verbindung mit dem Internet. Er fragt euch, ob der Amazon-Account, mit dem ihr das Gerät gekauft habt, auch der Account ist, mit dem ihr das Gerät verbinden wollt. Dann geschieht das automatisch. Da ist der voreingerichtet drin. Ansonsten kann man auch da einen anderen Amazon-Account hinzufügen, wenn das Gerät jemand anders für euch gekauft hat oder ihr habt noch einen weiteren Benutzer oder sowas. Als nächstes die Frage, soziale Netzwerke. Will ich mein Kindle mit Facebook und Twitter verknüpfen? Naja, ich sehe da jetzt gerade nicht so wirklich den Sinn drin. Amazon will natürlich dann, dass ihr den Leuten mitteilt, welche Bücher ihr bei Amazon gerade lest oder gekauft habt. Später verbinden brauche ich nicht wirklich. Und unten ganz klein noch der Punkt, Kindersicherung einrichten. Also je nachdem, was für Bücher ihr vorhabt, da zu lesen. So, das dürfte es aber jetzt gewesen sein. Und wir kriegen eine kleine Einführung. Cloud-Gerät, alle Bücher werden kostenlos in der Cloud archiviert. Ja, ja, okay, kennen wir. Da kriegt Amazon wirklich einen Pluspunkt für, auch wenn die das die Leute den Text lesen müssen. Und wer dieses Tutorial einmal durchlaufen hat, ich glaube, der kann wirklich dann mit seinem Kindle umgehen. So, und da sind wir durch. So, und jetzt gucken wir mal auf die automatische Helligkeit. Die ist gerade auf 22, ganz schön hell. So, achso, die ist noch gar nicht aktiviert. Guckt euch das mal an, Schweinerei. Also jetzt aktivieren wir die automatische Helligkeit. Ah, und er geht automatisch runter auf 16. Lasst mal gucken, ob wir den Sensor da ein bisschen austricksen können. Wir machen es mal ein bisschen dunkler. Na, reicht das, um ihn zu verwirren, wenn ich ihn oben einfach abdecke? Na,
Da, jetzt geht er auf 15 runter, also das dauert hier und da anscheinend ein bisschen. Jetzt sind wir bei 14, 13, also das passt sich dann 12, 11, das 10, also das passt sich dann auch 9 schön beim Lesen an, wenn ihr dann im Bett liegt und es wird immer heller, zum Beispiel morgens. So, und jetzt mal gucken, klappt auch andersrum, halten wir mal den Sensor ins Licht. Jetzt sind wir bei 9, na komm Lampe, gib mal Gummi. Also so richtig schnell reagieren tut der aber nicht. Ah, jetzt springt er direkt auf 13, auf 16, ja, auf 18. Okay, also die Helligkeit, automatische Helligkeit ist noch nicht so ganz schnell, wie wir das uns vorstellen würden oder sowas. Und dann gucken wir uns das mal an. Und oh, jetzt endlich Butter bei der Fische. Ich halte das Gerät mal wirklich noch näher an meine Nase ran. Wow. So, nach etwas Suchen habe ich jetzt bei beiden Geräten die gleiche Seite auf und die sehen sich nicht hundertprozentig gerade ähnlich. Das sind noch unterschiedliche Schriften. Aber wenn man das hier nebeneinander hält, also der Unterschied ist schon krass. Also das ist jetzt hier auf dem Paperwhite nicht schlecht. Ich meine, das hat mir all die Jahre auch ausgereicht. Da war ich auch hin und weg und zufrieden. Aber wenn man im Vergleich dann hier das Voyage-Ding hat, heieieiei. Also das ist schon mal doch nochmal, also ja, aber ich sag mal, so muss das natürlich auch sein, wenn ich hier merke, ich gebe dafür den doppelten Preis aus, dann will ich natürlich auch was sehen und das tue ich gerade. Gucken wir mal bei den Einstellungen, ob beide denn auf die gleiche Einstellung ist. Nein. So, machen wir den auch was kleiner und wählen auch da die gleiche Schrift und die gleichen Einstellungen. So und so und so. Keine Ahnung, ob das Zeilenabstand... So, sollte eigentlich gleich sein. Und jetzt gehen wir auf die richtige Seite. Irgendwo hatte ich sie. Na toll. Auf welcher Seite waren wir denn? Die Dinger sind sich... da haben wir es doch. So, ihr seht es, die sind nicht gleich aufgeteilt. Also von der Auflösung muss da auch was anderes sein, weil ich habe jetzt die Einstellung gleich, aber die Seite sieht nicht komplett gleich aus. Was wir aber jetzt haben, ist die gleiche Schrift und die gleiche Größe. Und jetzt können wir ja nochmal gucken, ob mir das hier auffällt. Oh ja. So, und jetzt machen wir noch was, denn der Paperwhite ist definitiv noch eine Ecke heller. Also versuchen wir mal ein bisschen anzugleichen. Ja, so. Also nicht, dass mir dann einer sagt, es liegt an der Helligkeit. Jetzt ist sogar der Paperwhite nochmal eine Ecke heller. Aber trotzdem, also ja, man sieht diesen Unterschied doch sehr deutlich zwischen 212 ppi und den 300 ppi. Wenn mir die beiden Dinge einer vor die Nase hält und jetzt sagt, worauf möchtest du die nächsten 100 Seiten oder die nächsten 5 Bücher in deinem Urlaub lesen, sag ich ganz klar auf dem, keine Frage. Aber finde ich das jetzt wirklich doppelt so gut, dass ich hier für den doppelten Preis zahlen würde? Wahrscheinlich nicht. Dafür wäre ich dann wieder zu kiepig. Was natürlich jetzt gerade wieder dazu kommt, ne, die Bedienung, ne, hier dann einfach weiter und auf der Seite auch weiter. Gucken wir mal. Drücken wir mal bei beiden aufs Display, wie schnell die sich umblättern. Na, also da sind dann keine Unterschiede zu merken. Mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Wobei ich gerade finde, der Paper, jetzt war der wieder. Ja gut, nee, das ist ganz normales E-Ink-Display-Verhalten. Da steckt man nicht drin, welche Seite schneller geladen wird. Ich muss aber auch sagen, jetzt wo ich beide mal so ein bisschen halte, trotz dieser bescheuerten Ecke vom Voyage hinten, der fühlt sich, also den Unterschied merkt man. Also jetzt gerade, wo ich beide Geräte mal etwas länger nebeneinander in der Hand habe, das merkt man. Also das ist jetzt schon wieder ein Pluspunkt. Ich bin aber immer noch sehr skeptisch, dass sich der doppelte Preis wirklich lohnt oder rechtfertigt. Ich sag mal so, wenn das Ding hier 100 Euro kostet, hier für 150 Euro, 50 Euro Aufpreis, würde ich sagen, geht okay. Aber wirklich dann 90 Euro Aufpreis, fast 50% mehr, sorry. Das ist es mir jetzt auf den ersten Blick nicht wert. Ich werde aber natürlich noch mal ein ausführliches Vergleichsvideo machen, wenn ich mit beiden genügend Zeit verbracht habe, um euch dann zu sagen, lohnt oder lohnt nicht. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!